Willkommen zurück, Leute, zu Lucius, einer neuen Runde. Und wir sind hier zuletzt in der Garage gewesen. Mit der tollen Socke. Wo das Hausmädchen den Hinweis nehmen, die Kassette sollen wir aussuchen, was ich nicht alles hier machen soll. Ich würde es gerne eigentlich machen. Ich würde die Kassette gerne finden und wenigstens irgendwas mit der Wäsche. Wäre toll, wenn die Troller wieder käme. Weiß auch nicht, welche Kassette er meint. Die ist doch bestimmt in irgendeinem Zimmer und nicht hier in dem Gedöns, oder? Da kann man doch schon wieder ewig suchen. Aber wir hätten natürlich die Möglichkeit, unsere komische Dings hier mal zu verwenden. Wird mir hier irgendwas angezeigt? Da wird mir was angezeigt, da hinten. Da ist... Hier liegt übrigens irgendwo eine Kassette von meiner Band herum. Ja. Hast du sie gesehen? Also hier irgendwo. Toll. Die soll man dann hier hinlegen. Nimm mal irgendwas an. Nimm mal wieder die Taschenlampe, weil sonst verwende ich mal aus Versehen das andere Teil. Und das will ich ja gar nicht zu sehr verbrauchen. Kannst du mir mal ein Montiereisen aus dem Lagerraum holen? Alle wollen jetzt irgendwas von uns. Okay, dann gehen wir in den Lagerraum. Vielleicht finden wir dann da auch was anderes noch. Okay. Aber den Keller wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und hat Lagerraum gesagt. Können wir die Dinger hier... Da finden wir bestimmt was für ihn. Was ist hier? Und die sollen nicht immer zugehen. Das finde ich voll gruselig, dass er sich hier immer selber einsperrt. Der arme Lucius. Das wäre doch furchtbar, wenn dem was passieren würde. Hier nix. Machen wir wieder auf. Vielleicht die letzte Tür. Komm, da muss doch irgendwas rumliegen. Hä? Kümmert sich um die Wäsche, James. Wayne, Prong. Die sind alle tot schon. Ja. Weiß ich nicht. Wo ist das hier mit der Flasche Werkzeug für Handwerker suchen? Fleischkisten wegbringen, wenn man Zimmer aufräumen. Werkzeug für Handwerker suchen und Kassette? Pech jetzt oder was? Bestehen. Das ist doch der. Ist das nicht der Lagerraum? Meinen die mit Lagerraum doch noch was anderes? Guck mal, da sind Schlüssel. Ah, die brauchen wir doch. Bestimmt. Für irgendwas, wo ich nicht weiß, was. Der tolle Keller, den kennen wir doch schon. Ja, aber hier ist der Wein und so. Sonst ist doch hier nix. Ich glaube nicht, dass wir hier was sollen. Aber gut, dass ich die Schlüssel gefunden habe. Das ist dufte. Ja, die gehen ja auch. Oh, hallo Lucius. Hallo. Wenn du etwas hier, ich habe kein Werkzeug für Schlüssel. Meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss sie auf deinen Vater warten. Die Kassette deiner Band. So, überall Werkzeug immer. Warte, da ist auch noch was Schönes. Können wir die nicht einfach mal... Guck mal, hier könnte die doch sein. Was ist hier? Papierkram. Wichtiger Papierkram. Ja, ich guck weiter doof für mich hin. Hier ist Werkzeug. Könnte das nicht was sein? Auch nicht. Es sieht alles auch so... Mach mal die Lampe aus. Was wollt ihr denn hier von mir? Ich habe es in den Regalen bisher noch gar nichts genommen. Das wäre doch mal was Gutes hier. Aber irgendwie... Nö, ne. Ich würde gerne so ein paar random Leute umbringen. Die man nicht unbedingt umbringen muss. Hast du die Kassette schon gefunden? Nee, ich suche hier schon. Wahrscheinlich ist sie direkt irgendwie neben dir und du bist nur zu doof, sie zu sehen, oder was? Dafür, dass das so eine Extra-Aufgaben sind, dürfen sie ja wohl auch nicht so mega schwer machen. Das wäre voll gemein. Oh. Wahrscheinlich steht er direkt davor. Ich komme nicht ran. Ja, du, was soll ich machen? Hier ist überall so Schraubenzieher-Kram, aber... Nichts davon. Kannst du mir mein Montiereisen aus dem Lagerraum holen? Da ist was. Dein Montiereisen aus dem Lagerraum.
Hier liegt übrigens irgendwo eine Kassette von meiner Band. Ist das deine? Ist das eine Kassette? Hast du sie gesehen? Was ist denn das überhaupt hier? Ein trockener Lappen und Lagerkäfigschlüssel. Ja, dann haben wir den Lagerkäfigschlüssel, aber... Storage Room. Was ist denn dann der Lagerraum? Was ist denn der Lagerraum? Eigentlich doch nur der Keller, oder nicht? Oder das hier alles halt. Irgendwas, wo wir noch nicht waren, wo wir dann auch den Lagerraumschlüssel verwenden können. Weil hier in diese Käfige kommt man überall rein und... Das ist doch der Weinkeller, das ist doch nicht richtig, oder? Oder ist hier irgendwo noch eine Tür gewesen und ich wusste es noch nicht. Ich kenne nur den Geheimraum. Unseren super coolen Geheimraum. Ist er eigentlich immer noch da unten? Ist er tot? Was ist hier unten jetzt eigentlich? Nischt? Ach so, die liegen hier einfach und... Ja, das ist, Können wir da noch was holen? Hatten wir hier alles? Verriegelt. Kann man da von ihm sich nochmal was holen jetzt? Ein paar Schlüssel oder so? Ne? Mit dem coolen Schlüssel aber jetzt nicht mehr, ne? Das wäre ja quatschi. Ne, gut, dann muss man ja mal ausprobiert haben. Da gibt es eine Errungenschaft dafür oder so, dass man nochmal zurückgekehrt ist. Ein Ort des Verderbens. Nur ein bisschen blöd hier, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo der Lagerraum ist. Müsste doch irgendwo stehen. Für mich ist das hier eigentlich schon so ein Lagerflur. Aber wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Wenn hier irgendwo eine Kiste wenigstens wäre, die abgeschlossen ist oder so, aber haben wir auch nicht. Gibt es hier einen Käfig, der zu ist? Gehen doch alle auf. Komisch. Ja, dann. Dann weiß ich auch nicht, du. Mach mal... Nee, das bringt auch nichts. Das ist nur der... Oder doch? Nee, ne? Da ist nichts auf der Karte, was man sehen kann. Secret Door. Wine Keller. Nee. Irgendwie nicht so. Wie komme ich hier mit ihr gerade nicht so wirklich weiter? Tja. Sie kümmert sich um die Wäsche, die Susan. Können wir das trockene Tuch hier vielleicht verwenden? Oder was anderes? Sollen wir das trockene Tuch in die rote Wäsche packen vielleicht? Ist das dafür da? Nee. Weil rot? Auch nicht. Kannst du es da reintun? Mm-mm. Können wir da was anderes reinschmeißen? Nagelpistole. Soll ich das Ding nochmal probieren? Okay, das war meine Socke, die ich gesehen habe. Ich habe hier nichts entdeckt gehabt. Das ist traurig. Und da drüben bei den Typen, da war ja auch irgendwie nicht wirklich was. Ich verbrezel hier meine Kisten. Nicht die Kisten, die ich gerade umgeworfen habe, sondern meine komische Spieluhr-Kiste. Hallo, kleiner Mann. Hallo. Kannst du mir mein Montiereisen aus dem Lagerraum holen? Wenn du sagst, wo der Lagerraum ist. Weil ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an, weißt du? Das passiert schon mal. Und deine Kassette weiß ich auch nicht, wo die ist. Oh, hallo Lucius. Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Habe ich schon. Ich kann nicht. Ich muss sie auf deinen Vater warten. Ja, also ist deine Kassette wahrscheinlich nicht hier. Und der Kack-Lagerraum. Ja, Storage Room, das ist doch hier. Das ist was... Ich check's nicht.
Bin ich jetzt hier schon zu weit? Oder ist hier trotz Wein auch anderes noch? In irgendeiner Kiste? Aber es ist doch kein Werkzeug. Ich glaube, da bin ich zu weit. Das ist Wein. Und das soll der Storage-Scheiß sein, oder nicht? Hier mit so einer Tür, die hier mal einfach abgemacht wurde. Hier ist doch nichts. Bin ich doof? Mach mal deine komische Spieluhr. Dings. Ja, da, okay. Und da ist doch, da ist doch was. Warum? Ich hab doch hier überall geguckt gehabt. Oh. Das gibt's doch nicht. Was ist jetzt mit ihm? Was hat er das da gefunden? Kannst du wieder raus? Wusches? Hier. Ja. Ich habe mich eingesperrt und rausgebracht. Und dafür kriege ich jetzt... Montiereisen. Okay. Gut. Hier hast du dein Montier. Endlich. Hast du die Kassette schon gefunden? Kannst du mir mein Montiereisen aus dem Lagerraum holen? Ja, hier. Ach so. Danke, Mann. Bitte. Mamas kleiner Helfer. Ja. Aber die Wäsche habe ich noch nicht gemacht. Hallo, Junge. Ich sollte mich auch um die Schmutz... Deine Kassette, ne? Das ist noch ein bisschen noch das Problem. Michael? Die Kassette weiß ich jetzt leider nicht, was ich machen soll. Hallo. Hallo. Hier liegt übrigens irgendwo eine Kassette von meiner Band herum. Die soll hier sein. Hast du sie gesehen? Nee. Aber das tolle Ding, du sagst es mir bestimmt wieder. Und da wurde irgendwas hier angezeigt. Aber wahrscheinlich sie... Wahrscheinlich liegt sie nicht hier, sondern... Das ist schon ganz tricky wieder. Ganz tricky. Ich muss nur ganz genau gucken. Ja, okay, ich habe keinen Bock. Da hinten ist auf jeden Fall was. Vielleicht hier im Auto auch. Kann ja auch sein, dass ich hier irgendwo... Das ist der Pfeil... Hallo, kleiner Mann. Hallo. Soll die Kassette doch einfach nur wahrscheinlich ins Radio reinpacken. Aber, wo ist sie? Fliegt immer so die, Spieluhr manchmal alleine rum. Warte. So. Hallo, ich bin die fliegende Spieluhr. Hallo, Junge. Hallo. Hier oh, hallo Lucius. Irgendwo die Kassette. Wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Wunderbar. Ich kann nicht, ich muss sie auf deinen Vater warten. Ja, aber ich kann jetzt nicht schon wieder das Ding benutzen. Das habe ich jetzt zu oft schon gemacht. Theoretisch hätte ich die längst finden müssen. Tue ich aber natürlich nicht. Oh. Ihr euren Krempel immer wieder verschluddert. Ich meine, wenn das wenigstens Sachen wären wie... Ah, nein. Aber vielleicht muss ich ein paar Kisten wegräumen, damit ich sie finde? Nein. Ist sie vielleicht im Auto? Hallo. Hast du die Kassette schon gefunden? Voll das kleine Auto. Nein, ich habe die Kassette noch nicht gefunden. Aber wie du siehst, bemühe ich mich wenigstens im Gegensatz zu dir. Ich meine, wenn sie hier irgendwo ist, dann kannst du auch locker einfach mal mitsuchen. Machst du aber natürlich nicht, ne? Ich glaube, wenn, dann ist sie irgendwo da. Soll die denn sonst sein? Wo ist die Kassette? Ich mache jetzt mal einen Cut und dann weiß ich, wo die Kassette ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir finden die Kassette in den westlichen Wohnquartieren. Jetzt habe ich überlegt, ob ich sie nicht schon längst gefunden hatte. Aber ich habe keine Kassette leider gefunden bisher. Also müssen wir hier ganz raus. Dann kann ich hier natürlich lange so nicht... Warum sagt er dann aber immer hier? Das verstehe ich dann auch nicht, warum er hier sagt. Dann müssen wir nochmal rüberlaufen. Und, dann kümmern wir uns um den Wäschekram. Da soll nämlich über der Waschmaschine irgendwas sein. Vielleicht habe ich da was nicht übersehen. Das gucken wir uns dann danach an. So, und jetzt irgendwie auf einer Kommode.
Aber das kann ja dann auch nicht in deren Zimmern sein, oder? Westlichen Wohnquartieren. Das ist doch dann eher unten. Die wohnen doch alle unten hier, unsere Leute. Ups, nee, da dürfen wir nicht lang. Da gehe ich auch nicht lang. Wir wollen da eigentlich hin, wo die alle wohnen. Genau, das ist auch schön hier. Hier ist ein Klo. Finden wir hier auch noch irgendwas? Nee. Hier waren wir ja damals. Nur, dass es da nicht so toll aussah wie jetzt. Unten? Ich will nicht nach... ihr wisst, was ich will, ne? Ich will nicht zu uns nach oben. Ich will in die Gänge von den anderen Honks, wo die alle wohnen. Aber ich glaube, da muss man trotzdem nach oben laufen, oder? Bin ich jetzt doof? In westlichen Wohnquartieren. Weil das ist ja alles hier eher so der Bereich von denen, obwohl, da könnte es natürlich auch sein. Mal alles abchecken, wer weiß, was man wieder übersehen hat. Nee. Ist nix. Hat hier vielleicht jemand hier eine Kommode mit einer irgendwas drauf? Ja, einfach mal runterfallen lassen, Dusches. Immer weg damit, mit dem Blödsinn. Ist alles nur Müll. Menschlicher Müll. Kannst du das mitnehmen? Nee. Kannst du das, nee? Auch nicht. Radio anmachen. Ist hier noch irgendwas? Kassette, Kassette, Kassette. Wo ist sie denn? Ist sie hier? Soll aber irgendwo eigentlich draufstehen, deswegen... Warum kann ich die Sachen nochmal angucken, aber es passiert nichts? Weiß man nicht. Ist sie hier? Vielleicht da ist sie doch bestimmt. Lass das bitte die Kassette sein. Aber auch nicht. Das ist nur ein Buch gewesen. Das da fehlt... Nein. Oh Mann, oh. Auch nicht. Das ist alles schon wieder viel zu privat hier, ne? Weil das hier schon wieder Schlafzimmer von Mama und Papa ist und so. Das ist unser Zimmer. Das kann schon wieder alles nicht richtig sein. Manu. Wo sind wir jetzt? Hier war ich ja gerade schon. Habe ich alles schon durchforstet. Kann also auch nicht mein Guestroom. Hm. Nix da. Ein Ärgernis. Hier vielleicht die Kiste? Nein. Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich muss nach unten eher so. Wo die ganzen Leute wohnen. Ne? So, dann müssen wir mal nach rechts hier. Wo haust ihr denn alle? Vielleicht. Nein, es ist zu weit, glaube ich, oder? Fernseher, Fernsehsüchtiger. Ja, das kann schon sein. Ich werde jetzt mal das Zimmer suchen, sonst laufe ich jetzt hier ewig rum. Damit wir wenigstens noch am Ende diesen Parts die blöde Kassette finden. Bis gleich. Ha, da bin ich wieder. Ich soll dahin, wo der Typ damals mit dem Dienstmädchen gevögelt hat, bin aber jetzt hier in einen anderen Flügelteil gekommen des Hauses, wo ich glaube ich noch nie war. Deswegen dachte ich, ich schaue mir das mal mit euch zusammen an. Zum Beispiel haben wir jetzt hier so dieses Künstlerzimmer, an das ich mich bisher gar nicht erinnern kann. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind wir durch diese Tür noch nie gegangen. Dieses Haus ist so riesig, unglaublich. Einfach mal Gläser auch hier kaputt machen. Hier ist auch ein schöner Schlüpper. Könnte auch in die Wäsche. Was haben wir hier? Ah, das ist einfach nur ein Glas, ne? Okay. Dachte, er kann die Papiertaschentücher vielleicht auch noch irgendwie gebrauchen oder was. Falls hier was ist, dann habe ich es jetzt nicht gefunden. Was haben wir hier? Das Musikzimmer. Hier könnte doch eine Kassette sein. Das wäre doch sinnvoll, wenn er das möchte. Wenn das überhaupt sein Zimmer ist, weiß ich ja nicht. Hier ist aber keine Kassette. Hier sind aber weitere Socken. Die ich immer noch nicht...
Können wir das machen hier mit der Gitarre? Nein. Hier ist ein Musikzimmer. Das wäre doch total praktisch eigentlich, wenn das hier wäre. Aber ich sehe hier auch keine Kommode, wie mir gesagt wurde in der Lösung, wo hier eine Kassette sein soll. Ihr wisst noch, wie Kassetten hoffentlich aussehen. Ich weiß es. Ich habe sie als Kind benutzt. Ihr ja vielleicht auch. Es sei denn, einige meiner Zuschauer sind vielleicht noch ein bisschen jünger. Ich würde aber nur diese kleinen Dinger hier sagen, oder? In irgendeiner Kiste. Wenn es aber nicht das Zimmer ist, ja, dann weiß ich auch nicht viel. Vielleicht ist noch auch noch so ein Zimmer, was ich irgendwie gar nicht so richtig gut kenne. Aber ich glaube, das hatten wir tatsächlich schon mal. Das sind auch... Das sind Videokassetten. Die wollen wir nicht. Ich glaube, er will ja eine Musikkassette. Also für einen Kassettenrekorder einfach nur. Hier gibt es auch nur Getränke, aber keine Kassetten. Hier ist eine Uhr. Brauchen wir die? Ich bin ja froh, wenn ich auch alles so eingesammelt kriege für andere Sachen. Da müssen wir nicht so viel rennen. Da habe ich natürlich nichts gegen. Aber auch hier haben wir keinen Erfolg. Ich glaube, in diesen Zimmern war ich echt nie so richtig. Die haben wir jetzt, das haben wir jetzt. Okay. Wenn ich jetzt hier hochgehe, wo komme ich dann hin? Wo bin ich dann? Bin verwirrt. Okay. Ich bin irgendwie im falschen Flügel, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt sind wir hier bei ihm wieder. Ach so, im Lehrerzimmer. Okay. Bin verwirrt, wie ihr seht. Aber das ist bei dem Haus ja auch irgendwie schnell. Glaube, ich muss in den Flügel, ne? Genau, ich muss auf die andere Seite. Da ist sie nämlich auch. Da ist die Wäschefrau. Hallo, Lucius. Hallo. Er rennt hier auch mit dem Messer rum. Kann das sein? So, hier war ja das Zimmer. Das Spannerzimmer. Und hier könnten wir die Kassette, wenn es das Zimmer ist, finden. Stimmt das denn? Ist hier irgendwas? In den Schubladen. Das war doch aber das Pornozimmer, oder nicht? Nicht? Hm. Keine Kassette. Ich bin ein wenig überfragt. Ich habe ja gesagt, ich mache den Cut und finde sie dann, aber immerhin waren wir mal in einem anderen Flügel. Keine Ahnung, warum ich da nie hingegangen bin. Bin ich jetzt im falschen Raum? War das hier hinten? Das war doch die Mitte. Weg damit. Kann das Kreuz, kann er auch nie umdrehen irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum er das hier nicht kann. Dann nicht. Doch, hier waren die drinne, die beiden. 100 Pro. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich schalte das nächste Mal ein und, oder ich mache nochmal jetzt einen Cut. Ich weiß nicht, wo die Kassette ist. Die Kassette finden wir im nächsten Part, versprochen, bei Lucius. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Nein, wir finden sie jetzt. Sie ist nämlich einfach nur hier im Flur. Da, auf dem kleinen Ding hier im Flur, liegt die Kassette. Ja. Und es wird auch hier angezeigt. Ich habe mich gerade gedacht, wieso ist da eine Kiste, wird mir da angezeigt. Weil das die Kassette ist, die hier einfach mal random im Flur rumliegt. Okay, da muss man natürlich nicht in die Zimmer reingehen. Ich laufe die ganze Zeit dran vorbei. Macht aber nichts, wir haben die Kassette für den nächsten Part. Nochmals danke fürs Zuschauen und bis dann.